trotzdem dem Landeshauptmann Stellvertreter, wie man merkt. Also man kommt da auch her zum Diskutieren, oder? Das hören Sie ja oft. Jetzt ist die Musi aus, okay. Aber wir können miteinander reden. Also man kommt auch her zum Diskutieren. Ja klar. Ich kenne ihn zwar schon sehr lange, wir waren zusammen in Russland beim Putin und ich freue mich immer wieder, er ist ein guter Landeshauptmann, Stellvertreter. Beim Putin trinkt man aber Wodka vermutlich und kein Wein. Nein, beim Putin haben wir einen Zillertaler Schnaps getrunken und wir haben mit dem Karl Schranz, mit unserem Weltmeister sozusagen, auf Tirol angestoßen. Und das war ganz was Tolles und nachdem ich ja Sportlandesrat in Tirol sein darf, ist mir das immer eine Ehre, mit dem Karl Schranz gemeinsam unterwegs zu sein, weil der ja auf der ganzen Welt bekannt ist und ein toller Botschafter fürs Land Tirol ist. Das muss Männerliebe sein, ich merke. Ja, so eine gute Freundschaft. Ja. So soll es sein. Herr Schranz, wie erleben Sie eigentlich immer so dieses Hahn-in-Kamm-Rennen? Ich meine, Sie sind ja wirklich da ja auch schon Stammgast, nicht wahr? Wie ist denn das so? Ja. Hat es sich verändert? Natürlich hat es sich verändert, klarerweise. Aber Kitzbühel ist immer, wenn man schon hereinfährt da, na, auf einmal wacht man auf. Das ist elektrisiert. Das ist Wahnsinn. Und Kitzbühel, ja, heute noch mehr als damals. Ich denke mal, wenn ich, glaube ich, da runterschauen würde auf die Streif, dann würde ich mir ins Höschen machen. Was haben Sie gemacht? Ich würde mir ins Höschen pinkeln, wenn ich runterschauen würde auf die Streif. Was ist das für ein Gefühl? Das ist kein Problem. Wenn man gewinnen will, dann muss man locker sein. Da muss man halt runter. Passt. Dankeschön, ihr Lieben. Stoß an. Gibt es euch einen Tiroler Trinkspruch? Ja, Gesundheit. Sehr einfach. Simpel, leicht zu merken. Dank Gesundheit, dann lassen wir die Herren trinken.